Herzlich willkommen im Studio Theater Lüneburg. Mein Name ist Alexander Tremmel und ich bin seit 2018 im Musiktheaterensemble am Theater Lüneburg. Ja, jetzt ist es natürlich so, wir hätten eigentlich jetzt Vorstellungen in der nächsten Zeit von Die drei von der Tankstelle oder Der fliegende Holländer oder Dr. Zhivago und Singing in the Rain. Und nun müssen wir leider pausieren aufgrund der aktuellen Lage und deswegen habe ich mir gedacht, ich melde mich via Videobotschaft bei Ihnen, meine Damen und Herren. Ja, Sie fragen sich sicher jetzt auch, wie ich mich auch, was tun mit der gewonnenen Freizeit? Und natürlich übe ich jeden Tag meine Stimme sozusagen, damit sie auch im Schwung bleibt, sage ich jetzt mal. Aber ich habe mir überlegt, dass ich auch noch etwas anderes mache und zwar mein sogenanntes Corona-Projekt. Und zwar habe ich mir überlegt, dass es jetzt natürlich die beste Zeit wäre, ein neues Instrument zu lernen. Und da habe ich überlegt, und zwar als Kind haben irgendwie alle in meinem Umfeld haben es gelernt, aber ich habe es nie gelernt. Deswegen dachte ich, ich hole es nach, und zwar die Blockflöte zu spielen. Und das ist jetzt mein Projekt. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich Ihnen was vorspiele, aber da ich das jetzt erst seit 2 Tagen in Angriff genommen habe, warte ich jetzt noch ein bisschen ab, weil es klingt noch ein bisschen schief. Ich hoffe, es wird noch besser. Aber nicht nur das mache ich jetzt in meiner neu gewonnenen Freizeit, sondern ich habe ein Buch geschenkt bekommen, was ich jetzt auch beginnen werde zu lesen. Also ich habe schon ein bisschen reingelesen. Es hat natürlich auch was mit Musik zu tun, aber jetzt habe ich auch die Zeit. Ich kann es auch empfehlen. Es ist sehr interessant, auch wenn man sich jetzt mit dem Thema, sage ich jetzt mal, nicht so genau auskennt. Es ist das Buch von Ian Bostridge, Schuberts Winterreise, wo der Liederzyklus von Schubert in einem anderen Licht sozusagen auch präsentiert wird, also wo noch genau eingegangen wird auf die Texte und die Geschichte und alles. Also es ist sehr, sehr spannend und man sieht sozusagen dieses musikalische Meisterwerk, würde ich jetzt mal sagen, aus einem anderen Licht. Und ich habe mir gedacht, dass ich Ihnen einen kleinen Gruß schicken möchte, sozusagen zur Aufmunterung. Und es ist sozusagen ein Frühlingslied von Walter Jungmann. Ich habe leider bei mir kein Klavier, deswegen habe ich ein bisschen am Computer herumgezaubert und kann Ihnen leider nur aus der Konserve sozusagen meine Begleitung anbieten. Aber ich würde Ihnen ein kleines Frühlingslied präsentieren. Eine kleine Reise im Frühling mit dir. Ich sag dir ganz leise, nur das wünsch ich mir. Erst fahren wir nach Rom und von dort fahren wir nach Paris. So wie Mann und Frau leben wir, ach, wie wär das süß. Eine kleine Reise im Frühling zu zweit. Fällt dir für den Frühling was Schöneres ein? Und für spätere Zeiten wird's uns Souvenir. Diese kleine Reise im Frühling mit dir. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bleiben Sie zu Hause. Bis bald im Theater Lüneburg.